Hallo Freunde, heute mache ich mal etwas, wo ich mich schon richtig drauf freue. Ich habe mir auf Wish für 22 Euro diese Fake GoPro bzw. Action Cam bestellt. Wir wollen auch nicht ganz lange drum rumreden. Wir fangen direkt an, denn ich bin richtig krass gespannt, was sich jetzt in diesem Paket befindet. Also, wir haben jetzt, wie ich jetzt hier schon sehe, wir haben erstmal in dem einen Verpackungspaket noch eine Verpackung. In der anderen ist auch nichts drin. Gut, dann ist das, denke ich mal, jetzt die Hauptverpackung, wo das Ganze drinnen sein wird. Ah, und da ist das gute Ding auch schon. Ich bin echt richtig gespannt, wie das Ganze wird, Freunde. Hier haben wir das. Das ist ein bisschen mitgenommen, aber eine 4K Ultra HD Sportscam. Also ich würde sie jetzt für Vlog-Zwecke eigentlich erstmal verwenden. Und wir gucken uns jetzt das Ganze erstmal an, was hier so drin ist. Also es wird geworben mit 4K Sports Ultra HD und bis 30 Meter Water Resistant, also wasserresistent, 16 Megapixel, 4K auf 30 FPS, 32 GB Speicherplatz, 170 Grad Weitwinkel, Wi-Fi, okay, verstehe ich. Also wieso hat sie WLAN, verstehe ich nicht. Aber ist ja egal, wir wollen jetzt auch mal hier ran. Also, wir haben hier einmal eine Abdeckblende für hier vorne auf die Cam zum Schutz. Ein paar Sicherheitsbänder. Was haben wir hier? Ist vermutlich mal das Netzteil mit, ja, das ist das Netzteil mit Micro-USB. Ich hoffe, man sieht das. Ganz klassisches Micro-USB. Hier sind noch ein paar Schnallen, ein paar Sicherungen für das Stativ. Oh, sogar ein Schutztuch. Also ich bin ja bis jetzt bin ich positiv überrascht, wie viel da eigentlich dabei ist. Das Ding hat wirklich nur 22 Euro gekostet. Hier ist noch alles für das Stativ. Hier sind so, das weiß ich jetzt nicht so hundertprozentig, wofür diese Pappdinger sind. Hier haben wir noch das. Oh, wir haben sogar so einen Stecker für das Netzteil. Ey, das ist doch hier Luxus bei Wish. Was haben wir hier noch? Was ist das denn? Das sind ganz normale Kabelbinder. Keine Ahnung, wozu die jetzt sind. Und hier noch, um das Stativ zusammenzubauen. Hier drinnen haben wir sogar noch für die Actionkamera eine Beschreibung. Und hier als letztes holen wir das gute Ding mal aus der Verpackung raus. 4K Ultra HD. Ich bin echt gespannt. Das Ding ist schon komplett zusammengebaut. Wir können das Ganze auch mal hier rausholen. Also ich selber habe noch nie eine Vlog-Kamera, GoPro, Action-Cam oder whatever gehabt. Das ist jetzt meine erste und ich bin echt mal gespannt, wie das Ganze jetzt so wird. Hier ist sogar so eine Schutzblende. Ich kann das Ganze eh nicht zurückschicken bei Wish, deswegen können wir das auch mal abmachen und können das ganze Ding jetzt direkt so verwenden, wie es auch sollte. Ach, schön, Leute, ich bin echt richtig gehypt. Guckt euch das Teil an. Für 22 Euro mit diesem ganzen Inventar jetzt erstmal ist das Ganze. Sieht es auf jeden Fall schon mal super aus. Also ich würde sagen, wir machen jetzt das allererstes Mal hier dieses Plastik ab, weil das stört mich immer bei Elektronik. Oh, und die Linse glänzt richtig. So, ich habe bei einer Freundin mal gesehen, wie das Ganze ist. Wir müssen das Ganze jetzt irgendwie hier so wegschieben, glaube ich. Und dann sollte das eigentlich aufgehen. In der Theorie. Ist jetzt schon unser erstes China-Problem da? Oder mache ich hier irgendwas elementar falsch? Okay, wir nehmen das, was ich normalerweise nie nehme. Wir nehmen uns jetzt mal eine Beschreibung. Guck mal, was hier so drin steht. Oh, ist auf jeden Fall auf Englisch. Mal auf der Rückseite. Ach du Scheiße, das sieht alles aus wie so durch einen Farbkopierer gejagt. Aber wir sind auf jeden Fall gespannt auf die Technik. Deswegen möchte ich gerne jetzt mal hier an meine GoPro rankommen oder an meine Actioncam. Ich muss das Ganze doch jetzt hier einfach nach da schieben, oder? Und dann müsste das doch aufgehen. Ich will jetzt nicht mit zu viel Gewalt daran agieren. Als ob man die da nicht rausholen kann. Oder macht man das hier am Stativ? Nee, das ist ja hier oben so zugeklippt. Das muss ja hier aufgehen irgendwie. Freunde, ich versuche das Ganze mal aufzumachen und ich melde mich dann nach. Ach, hier ist übrigens noch eine Schutzfolie drüber. Und ich melde mich dann gleich, wenn ich das Ganze hoffentlich in der nahen Zukunft geschafft habe.
Okay, Freunde, ich hab's, nachdem ich mir ein kurzes Tutorial angeguckt habe und der Typ im Tutorial hat ein Originale gehabt und er fand, es war genauso schwergängig, also können wir uns... Also können wir uns bis jetzt nicht so hundertprozentig darüber aufregen. Also ich würde sagen, wir holen jetzt unsere Action Cam erstmal aus dem, da hinten liegt übrigens der Acer Aspire 5, über den wir noch eine Review machen. Das ist jetzt das wasserdichte Case, sieht eigentlich wirklich ganz gut aus. Und das sind alles so Anbindungen, habe ich gesehen, für zum Beispiel, wenn man sich das Ganze an einem Gurt bindet oder an den Helm oder so. Aber ich glaube, das interessiert doch jetzt im Endeffekt niemanden. So, das ist das gute Ding. Ist klein wie das Original. Wir machen die Action Cam jetzt erstmal an und stellen fest, dass wahrscheinlich kein Akku drin ist. Lass mich raten. Wir müssen das ganze Ding... Oh, nee, es geht an. Welcome. Please ins... Ach, come on, ernsthaft? Aber so von den ersten Eindrücken her? Also guck die Cam jetzt mal, wo ich mit filme. Das ist eine iPhone XS Kamera. Und das hier... Die Fake GoPro. Sekunde, fokussiere dich. Ich weiß noch nicht so, was ich davon halten soll. Ich werde diese ganze Kamera jetzt erstmal ein bisschen austesten privat und dann werde ich das Ganze auch schön bei euch reinschneiden, dass ihr das Ganze dann auch nochmal sehen könnt. Aber wir können uns hier nochmal kurz das hier angucken. Ach, hier sehen wir auch schon den SD-Karten-Slot. Dann haben wir hier einmal... Micro-USB und das andere ist dieser komische PlayStation 3 Auflader-Ding. Ist auch in USB-Form, keine Ahnung jetzt welche. Hier hätten wir eine Laut- und Leiser-Taste, oben ein Video-Starte-Button und unten noch ein Fach, wo wahrscheinlich das Akku oder der Akku drin sitzt. Ja, ich werde jetzt hier mal ein paar Aufnahmen mitmachen, werde die euch dann dahinter schneiden und dann können wir ja zusammen gucken, wie das ganze Ding funktioniert. Wie schon vermutet, Freunde, der größte Trash in der Qualität. Von außen und die komplette Kopie drumherum ist wirklich super, finde ich. Ist eigentlich ganz okay, auch von der Verarbeitung her. Aber wenn man im Programm rumswipet, sieht man schon, dass das Ganze relativ billig ist. Und man sieht auch dann an der Aufnahme, die ihr gerade seht, dass das Ganze wirklich keine gute Qualität hat. Also Fazit von dem Ganzen, vom Fake-Verhalten sehr gut, Qualität für den Arsch. Also lieber Finger davon lassen.